Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Ich habe ein klein wenig weitergebaut hier, habe mir hier eine Doppeltür reingebaut mit einem kleinen Unterstand. Okay, das gibt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Fleisch. Und ja, das Haus gefällt mir jetzt nicht wirklich. Ich bin noch nicht wirklich so zufrieden. Ich habe jetzt hier oben... damit ich hier hochkomme, so einen kleinen Aufsatz noch gebaut. Dann geht es hier runter mit noch einer kleinen Sache. Aber das gefällt mir halt alles noch nicht so. Das ist aber auch wirklich nur unser Starterhäuschen. Und wir müssen auf jeden Fall hier diese Texturen hier noch wegpacken. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mal 4 Ceilings. Ich hoffe mal, dass wir die noch... Ja, dass wir die noch hinkriegen. Und dann muss ich mal schauen, dass wir hier unser Dach nochmal abreißen. So. Könnte man theoretisch gesehen jetzt auch gleich ein bisschen höher bauen. Dass es hier nicht so... eng aussieht. Ah, warte mal, hier kriege ich gar keine hin. Da müsst ihr auf jeden Fall ein paar Wände noch bauen. Warte mal, das kriege ich vielleicht auch noch hin. Was ich hier sage, ich baue ja noch... da reicht natürlich mit Sicherheit mein Holz nicht mehr aus dafür. Dass ich hier nochmal höher baue. Dann habe ich hier zwar so ein kleines Ding drin, so eine kleine Einbuchtung. Mal sehen. Es ist jetzt natürlich halt dunkel und ich habe auch schon relativ viel Bäume weggeschlagen. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen Holz kriegen. Dass ich auf jeden Fall noch ein paar Wände hinkriege. Aber wie gesagt, das ist erstmal nur alles für den Anfang so. Ich bin da jetzt noch nicht wirklich zufrieden damit. Das machen wir auf jeden Fall nochmal anders. So, warte mal, ein paar Wände. 1, 2, 3, 4, 5. Müsste theoretisch gesehen reichen. Dann gebe ich mir mal noch ein bisschen Gewicht. Wir sind mittlerweile Level 50 jetzt. Okay, hier draußen sieht es eigentlich ganz gut aus. Unser Raptor ist hier. So, wir bauen mal weiter hier. So, sehr schön. Dann kommt jetzt noch das Dach am besten drauf. Ja, das passt natürlich wieder. Das war verkehrt. Ich hab's genau gesehen. Das verkehrt ist. Das müsste ich aber eigentlich abgehoben kriegen. So, warte mal. Das passt jetzt aber... Das passt auch, glaube ich. Genau, okay. Dann haben wir nämlich hier auch ein bisschen Platz drin. Ich kann mir, glaube ich, sogar Fackeln machen, wenn mich nicht alles täuscht. Die Frage ist natürlich, kann ich die bauen? Warte mal, das sind Standfackeln. Ich möchte aber gerne Fackeln, die ich an Wände mache. Und das wären die hier, ja. Da brauche ich aber Metallbahn, Feuerstein und Zement. Zement habe ich. Feuerstein fehlt mir natürlich jetzt. Und Eisen fehlt mir, glaube ich, auch, um die zu machen. Stein und Feuerstein. Warte mal, vielleicht habe ich ja nur sogar noch ein bisschen Stein drin. Feuerstein habe ich noch und Stein fehlt mir jetzt noch. Okay, Moment. Da könnte man natürlich... nochmal schauen gehen. Wir hatten doch hier noch ein paar Felsen, die wir abbauen können. So. Sehr gut. Und dann können wir uns hier nämlich ein paar Fackeln machen, die das Ganze ein bisschen erleuchten. So, mal sehen, wie viel ich da jetzt machen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Okay, 7 könnten theoretisch gesehen erstmal reichen, auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal, wo wir die hier hinpacken können. Kriegen wir die hier? Ja. So, da ist eine Fackel. Packen wir hier eine rein. Hier neben das Fenster. Also auf jeden Fall alles schön beleuchtet. Und dann können wir auf jeden Fall draußen auch noch was hinpacken. Warte mal, ich krieg die sogar hier hin. Sehr gut. Wunderbar. Warte mal, sind die fast gleich hoch? Könnte sogar fast passen. Wenn wir natürlich hier vorne neben der Türe noch eine machen. Und hier hinten dran würde auf jeden Fall auch noch eine passen. Sehr gut. So, dann nehmen wir uns noch ein bisschen Fleisch hier raus. Mein Beutel ist auch schon wieder leer. So. Und... oh, ihr habt sogar Leben. Sehr gut. Also du brauchst auf jeden Fall Gewicht hier. Ein bisschen, damit du ein bisschen tragen kannst. Mein Petri braucht auf jeden Fall auch Gewicht. Muss auch mal schauen, was wir jetzt machen. Ich hoffe ja mal, die Nacht ist nicht allzu lange. Ich will jetzt aber auch nicht unbedingt hier loslaufen. So, Triceratops. Ja, oder mal einen Kanusattel. Ich brauche auf jeden Fall Metall. Weil für den Kanusattel brauche ich einiges an neue Metallbahnen. Warte mal, ich habe doch ein bisschen Metall, habe ich doch gerade eingesammelt. Das war nicht... was war das denn? Was bitteschön war das? Mein Raptor, bleib mal hier stehen. Wolltet auch was. Ne? Die sind noch nicht so richtig geschützt hier. Das ist das Problem. Die sind noch nicht richtig geschützt hier. So, mein Stego kriegt auf jeden Fall Nahkampfschaden. Der leuchtet sowieso schon so schön, der Tech. Der Tech-Stego. Aber mit dem habe ich ja halt auch nicht so eine Chance. Mein Carnosaurus ist dort unten. Den kriege ich jetzt halt noch nicht gelevelt hin, ne? Ich werde auch den Triceratops hier nicht platt kriegen. Zumindest nicht mit meinem... oh Gott, der Raptor ist aber sowas von überfüllt. Ich habe, glaube ich, zu viel Steine auch dabei, denke ich mal. Ne, Moment, ich habe ja das ganze Metall noch mit. Das muss auf jeden Fall hier rein. So, das Leder kann ich auch hier reinpacken. Den Schrank habe ich noch nicht. Aber du bist trotzdem relativ... du bist trotzdem relativ voll. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hätte vielleicht einen höher leveligeren Raptor zähmen sollen. Ich hoffe mal, hier kommt nicht irgendwann mal ein T-Rex. Aber ich glaube, so eine... ich habe einen Level 4er. Ja, renn mal nicht weg, Kleiner. So, Raptor ist aufgestiegen. Der muss auf jeden Fall Gewicht bekommen. Damit er mehr tragen kann. So, warte mal. Muss ich mal reinschauen hier. Das ganze Leder ist eigentlich total... was doch so viel Fleisch. Das ist mir eigentlich zu gefährlich. Oh, der Raptor sieht so schön aus. Ich möchte hier eigentlich am Tag, in der Nacht nicht weitergehen.
Tja, das Problem ist, ich muss den noch leveln, leveln, leveln. Er hat noch nicht so ein hohes Level, wo ich sage, damit bin ich zufrieden. Aber es wird, glaube ich, schon wieder fast Tag. Lass mal meinen Raptor in Ruhe. Du sollst ihn aber nicht auffressen, mein Guter. Ah, jetzt wird's winzig. Jetzt wird's winzig wieder Tag. So, warte mal. Das nehme ich dir ab. Das nehme ich dir ab. Hier kann ich dir theoretisch gesehen auch nur der Hälfte geben. Das reicht vollkommen aus. Den Rest kann ich hier reinschmeißen. Das nehme ich mit. Holzkohle kann ich auch mitnehmen. Da habe ich so viel Fleisch drin, das brauche ich alles gar nicht. Kann ich eigentlich das Feuer mal ausmachen. Das kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt hier rein. Und das kommt da rein. Da kann ich auf jeden Fall 13 mal Narcotics herstellen. Könnte ich mir noch ein paar Betäubungspfeile mitnehmen. Aber eigentlich bräuchte ich jetzt Metall, ne? Das heißt, ich muss eigentlich dorthin fliegen. Dann mal das nehme ich mit. Naja, ist ja gut, Affe. Alles gut. So, wunderbar. Wie habe ich denn da wieder 11 Stück? Ja, aber theoretisch gesehen muss ich liegen. Wo ist denn mein... Wo ist denn eigentlich mein Petri hin? Was machst denn du hier hinten? Warum sind denn die Wellen nicht an? Naja, ist ja egal. So, du kriegst Gewicht. Du kriegst Gewicht. Ich muss nämlich ein bisschen Metall holen jetzt. Wir wissen ja überall... Wir wissen ja überall, wo es... Oh, der ist schon sowas von... Überladen eigentlich. Das ist Wahnsinn. So, der Felsen war ja hier oben, wo es das Metall gab, ne? Ja. Metall. Okay, ich kann noch fliegen. Er ist noch nicht so sehr überladen. Das Metall, immer quer durch die Bäume. Ich würde doch gerne mal dort hinter auf die Insel. Ich glaube, da gibt es sogar eine Höhle. Ich muss dort vorne hin. Sollte ich das noch schaffen. So, eigentlich könnte ich mir auch hier noch eine Tür reinmachen. Dann könnte ich nämlich mit meinem Petri, theoretisch gesehen, hier oben landen. So, einmal Feuer entzünden, bitte. Da muss ich mal schauen, ob ich mir dort oben vielleicht eine Tür reingebaut kriege, dass die ordentlich... Dass die ordentlich passt. So, einmal den Rahmen und dann brauche ich noch eine Tür. Ah, ich hätte die S-Plus-Tür nehmen sollen. Ich hätte die S-Plus-Tür nehmen sollen. Ist ja verkehrt gewesen. Okay. Das ist natürlich auch nicht so cool, aber hier könnte ich ein Geländer hinbauen. Warte mal, da
Da oben komme ich ja gar nicht drauf, dann... Doch, von hier. Von hier komme ich dort oben drauf. Da muss ich mal schauen. Also, wenn ich das jetzt hier platziere... Das passt ja natürlich. Das passt ja natürlich wieder nicht hier drauf. Großartig. Das sieht gut aus. Ah, das sieht nicht gut aus. Warum kriege ich den nicht hier rein? Warte mal, ich könnte natürlich... Nee. Ach, Mann. So, warte mal. Treppe kann ich herstellen. Das natürlich jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Da komme ich jetzt hier ganz schlecht durch. So. Platzieren. Der passt ja gar nicht hier rein. Das sieht doof aus. Hier habe ich auch lange rumgemerkt, wie ich das hingekriegt habe. Ja, dann bleibt halt. Offen. So. Hätte ich so eine S-Plus-Tür nehmen sollen. Hier könnte ich ja natürlich noch runter. Da könnte ich ein Geländer machen. Ah, da weiß ich nicht, ob es Holzgeländer gibt. Ich glaube, Holzgeländer gibt es da nicht wirklich. Hier ist das ganze Stromzeug. Replicator brauche ich auch noch. Den würde ich aber halt später aufbauen. Metallgeländer. Holzgeländer gibt es aber. Das ist sogar freigeschaltet jetzt. Sehr schön. Bum. Platzieren. Warte mal. So. Das kann ich hier nicht runter. Das ist natürlich das hier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof hier. Die Fackel gefällt mir auch nicht so wirklich. Na ja, gut, das ist halt alles primitiv noch ein bisschen. Change Setting Intensity. Okay. Kann ich so richtig hell machen. Aber die kann ich halt nicht abbauen, ne? Es ist schwierig, ihr Lieben. So, das gefällt mir alles. Das hier gefällt mir halt nicht. Ich müsste weiter nach drüben. Ich habe zwar hier den Unterstand. Aber ich bin jetzt erstmal, ich lasse das jetzt erstmal so. Vielleicht hätte ich mit der Treppe auch anders bauen sollen. Dann bräuchte ich aber mehr Platz. Das ist auf jeden Fall so eine Sache. So, mal was getrunken. Hier ist ein neuer Trike. Warte mal, den kriege ich doch mit meinem Speer. Ja. Hast du fein gemacht, Großer. Hast du fein gemacht. So, du kriegst das und noch ein paar Leben. Dann nehme ich das raus. Einmal schnell was trinken. Boah, bevor die Piranhas kommen, muss ich ein bisschen aufpassen. Du hast gekackt, hast du fein gemacht. Da ist ein weiterer Para. So, wie sieht es denn aus? Wie viel Eisen haben wir denn? 16. Ich glaube, das reicht für so ein Kanusattel. Ja, das von hier aus sieht schon mal schön aus. So, Kanusattel.
Das ist der hier, ne? Da fehlen mir immer noch sieben Sachen. Also siebenmal Metall. Das kriege ich aber, das kriege ich aber schnell durch. Ich hätte wahrscheinlich so eine S-Plus-Tür nehmen sollen, die ja automatisch angeht. Also mit dem Kanu werden wir auf jeden Fall auch nochmal einen Ausflug machen. So, wenn ich den Sattel dann freischalten kann. Warte mal, ihr habt alle kein Level. Doch, du hast ein Level, der Stego. Hallo? Wie weit muss ich denn zu dir ran? Ja, du freust dich, ich weiß. Aber wir müssen langsam mal ein paar andere Tiere uns beschaffen. Viermal, das reicht noch nicht ganz. Verflüssigtes Gas brauche ich hier. Ah, hier sieht es gerade so ruhig aus. Mal sehen, wie schnell der Kano ist. Mal gucken. Vielleicht gehe ich mit denen auch. Der ist erst halt Level 11 erst, ne? Dem Raptor, das ist eigentlich viel cooler. Das ist eigentlich viel cooler. Boah, das dauert ja wirklich ewig, das Durchbrutzeln hier. Aber einer fehlt noch. Dann sollte ich mir den Kanu-Sattel leisten können. Wir gucken nochmal. Ja. Ein Metallband fehlt noch. Dann gehen wir mit dem Kanu spazieren. Der Rest kann natürlich hier durchbrutzeln. Na komm, jetzt haben wir es. 666 mal Holz haben wir. So, Kanusattel, wunderbar. Alle Pfeile habe ich noch. Wird nicht reichen, um vielleicht was Größeres zu betäuben. Aber es reicht definitiv, um ein Level-Up zu bekommen. Ich gehe auf Bewegungsgeschwindigkeit. So, mein Guter, mal sehen, wie du dich schlägst. Erstmal kriegst du deinen Sattel. Mal gucken, wie viel Angriffsschaden du hast. Okay, das geht schon mal gut. Vom Gewicht her geht's auch, denke ich mal. Und dort vorne sind Raptoren. Oder er ist gerade irgendwie in der Erde gebackt oder so. Vielleicht könnte ich mit dir auch noch mal ein bisschen Metall rollen. Oh, ihr habt den Raptor platt gemacht. Echt jetzt? Nicht schlecht, nicht schlecht. Da hinten ist schon wieder ein weiterer Raptor. Ich gehe immer noch weiter auf Nahkampfschaden hier. Komm, lass deine Animationen sein. Wir müssen jagen gehen, damit wir dich ein bisschen hochleveln. Ausdauer brauchst du definitiv auch noch. Ich weiß aber gar nicht, ob die Raptoren an mich rangehen hier. Ja eigentlich relativ groß bin, aber ich glaube die Raptoren, die gehen halt auch. Die Raptoren gehen glaube ich auch auf den Kano. Na, der ist von der Bewegung. Der ist noch nicht, so dolle. Schildkröten sind ja relativ gut gepanzert, ne? Bum, bum, bum. Das macht schon Spaß hier mit so einem, Riesenvieh hier.
durch die Gegend zu reiten, oder? Schon geil. Aber hier ist theoretisch gesehen auch ein schöner Spot. Einfach einmal da hinten komplett rum, aber ich glaube, da sind dann halt doch ein paar Dinos, die ein bisschen größer sind als wir. Wie sieht's denn aus? Du hast schon wieder Haufen Leder und Haufen Fleisch. Komm mit dir sogar hier drüber. Läufst du oder schwimmst du? Weiß ich noch nicht so richtig. Drück mal die falsche Taste. Denk mal jetzt gegen den Spino oder so, habe ich halt keine. Gegen den Spino oder so habe ich halt keine. Keine Chance normalerweise. Nochmal, war ja gerade ein Raptor? Nee. Ein Parasaurus. Da vorne ist ein Raptor. Aber ich weiß halt nicht, ob der auf mich drauf geht, ne? Hey, bleib hier. Was ist jetzt kaputt? Wer hat mich jetzt betäubt? Habe ich Steamberries dabei? Ich kann doch nicht uns. Okay. Ja, wir sind zum ersten Mal betäubt und ich hoffe mal, ich wach gleich auf. Mein Kano steht da drinnen, der ist hinter diesem Fliegenfiedert. Ja. Komm schon, wach auf, meine liebe Silke. Damit wir uns ein bisschen schützen können. Ich glaube, das waren die Trodons, die uns hier platt gemacht haben. So, du hast ein Level up. Du bekommst Schaden. Da bist du über 300. Ist auf jeden Fall richtig gut für dich. Und eigentlich müssten wir jetzt auch. Eigentlich hier querfeld eingehen jetzt. Weil ich mal denke, dass wir erstens mal die Folge ist gleich vorbei und zweitens weiß ich halt nicht, was auf uns noch wartet und so. Ich könnte natürlich jetzt hier gleich ein bisschen Metall mitnehmen, wenn ich einmal hier bin. Aber das mache ich auch wirklich nur nicht, das mache ich wirklich nur, wenn ich hier. Ah ja, doch, ich komme hier vorbei. Das ist aber ein schöner Para da. Die Frage ist natürlich. Okay.
Kriegst du mich noch getragen? Ja. Das schaffst du sehr gut. Oh, Nahkampfschaden. Wir gehen Richtung Strandwähler, der ja hier auf jeden Fall hier hinten ist. Okay, hier waren die Rexer. Aber zumindest habe ich dich ein bisschen gelevelt, mein Guter. Ja, ich drücke mal die falsche Taste. Ich will ja zu ihm rein. Warte mal, das nehme ich noch mit. Das nehme ich noch mit. Ich bin auch noch nicht überladen, auf jeden Fall. Lystrosaurus habe ich platt gemacht. Mein Großer braucht definitiv mehr Ausdauer, wenn ich mit dem weitere Strecken zurücklegen möchte. So, halbieren, dann kriegst du das. Und mehr hast du ja sowieso nicht drin, aber du kannst dich gleich ausruhen, ist alles okay. Ist alles okay. Ich werde erstmal das Metall wegkriegen. So, dann habe ich hier 29 noch. Sehr gut. Dann könnten wir uns vielleicht auch bald ein Schwert machen. So, das hier rein. Das dort rein. Steine behalte ich jetzt selber mal. Ich habe noch 7 mal Narcotics, das heißt, ich kann mir auf jeden Fall noch ein paar Narcotic-Pfeile machen. Und dann gehe ich mal schauen. Ich hatte ja irgendwo die Darts hier, die ich mir auf jeden Fall freischalten lassen würde. Und die Pumpgun. Aber das Schwert habe ich freigeschaltet. Na, soweit. Soweit unten war es doch gar nicht. Das war alles Electronics hier. Damit kann ich jetzt noch nicht dienen, denke ich mal. Ja. Das Ding und das Ding würde ich gerne freischalten. Mal schauen, wo ich das herstellen kann. Also hier definitiv nicht. Aber ich denke mal hier. Also Schwert, das reicht noch nicht. Okay, da brauche ich sogar ein bisschen Holz. Da packe ich mal 200 hier mit rein. So. Dann schauen wir mal, die Darts mit hier drin sind. Das sind die normalen. Das. Die Fackeln könnte ich hier auch herstellen. Das brauche ich nicht. Obwohl, die stelle ich, glaube ich, nicht in der... Ich wollte gerade sagen, genau hier, guckt mal. Metallbar, Narcotics und Gewehrmunition brauche ich für die. Habe ich nicht sogar Gewehrmunition schon hier hergestellt mal? Metallbar und Narcotics. Narcotics habe ich natürlich jetzt komplett aufgebraucht. Da kriege ich, denke ich, mal auch nichts mehr hin. Okay, warte mal, 4 Stück. Und was brauche ich für die Waffe? Hier für das Dartgewehr brauche ich Leder, 160 Metallbahn und 50 Zement. Okay, Zement. Wie stelle ich denn Zement her? Aus Chitin und aus Stein. Okay. Warte mal. So, was fehlt mir jetzt hier noch? Narcotics. Oh, da brauche ich 10 Narcotics. Okay. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall 4 Zement brauche ich Chitin. Das hatte ich aber hier drüben drin, glaube ich. Es gibt es nicht, glaube ich, sogar so ein Chitin. So ein Chitinmacher. Das ist aber Kerantin. Damit kann ich keinen Zement herstellen. Ich
auch Chitin, ne? Nee. Zwei Stück. Fehlen mir Steine. Okay, Moment, das können wir... Das kriegt man hin, das Problem mit den Steinen. Das kriegt man hin. Was ist das denn? Das ist doch so ein hässlicher Trodon hier, der eben betäubt, ne? Das ist so ein Trodon, der eben betäubt hier, genau. Ich hoffe doch mal, dass ich nicht gleich umkippe hier. Steine, Moment, das sind doch, sind das nicht auch Steine hier? Ja, das ist auch alles Stein. So, also das, das, das. Wir brauchen das als Stein. Jetzt brauchen wir 4 Chitin-Kerantin. Okay. Narkotics brauche ich verdorbenes Fleisch. Wie viel habe ich denn hier? 42. Ich brauche 50. Na gut, das geht die Metallbahn. Hm. Leder ist auf jeden Fall kein Problem. Also ein Dings brauche ich nicht. Okay, oder mal Teleporter, Polymer, Zement, Kristall brauche ich. Na, Kristall habe ich nur noch gar nicht. Verrottetes Fleisch. So, warte mal. Ah, da brauche ich noch ein bisschen mehr. Das kann ich alles, alles aufteilen. So. Wenn das alles verfällt, habe ich relativ viel verrottetes Fleisch wieder. Macht's mal Metallbahn. Sehr gut. Ah, die Folge ist auch vorbei. Ich werde jetzt erstmal beenden. 47 haben wir da schon. Und hier brauche ich halt viel Narkotics. Und... Ach, das sind die Pfeiler. Da brauche ich auch noch die seltenen Pilze. 75 mal Narkotics brauche ich da. Boah, das ist natürlich... Das ist natürlich krass. Und hier brauche ich halt nur 10. Ja, dann könnte ich den Bogen auf jeden Fall wegschaffen. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen das nächste Mal in die Richtung dort drüben. Oh, ich bin schon dabei. Fast 40 Minuten hier. Wahnsinn. Nehme noch das restliche Holz mit hier. Packe ich dann ins Lagerfeuer. So, die Palme. Stört auch. Ah, das Holz, das da kann ich mir, könnte ich mir natürlich ein Holzlager. Könnte ich mir natürlich ein Holzlager machen. Was habe ich denn noch? 220. Aber Holz braucht man halt auch immer, ne? So, 1600 Holz habe ich. Und den Stapel könnte ich auf jeden Fall halbieren. Dann packe ich mal den Rest hier rein. Hier könnte ich auf jeden Fall auch halbieren. Kommt da rein. Und hier sage ich auch halbieren. Kommt auch hier rein. Und dann kann ich hier nämlich... die hier drinnen lassen. Ich weiß nicht, gibt es hier was zu sortieren? Alphabetisch? Nee, alphabetisch nicht. Unsortiert. Dann machen wir es so. Okay. Dann war es das für die Folge, ihr Lieben. Hier nochmal schnell was trinken. Und was essen.
So, und mit diesem schönen Blick auf meine Dinos verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns in der nächsten Folge von Ark Survival Evolved. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Idee habt, was wir machen können. Wir müssen natürlich die Map noch erkunden, wenn ihr mal schaut. Da fehlt noch einiges. Also, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.